Ja, vielen Dank. Vorgestellt wurde ich ja schon. Mein Name ist Jan Kappen. Ich arbeite bei der Rachfall IT Solutions als Technical Consultant, primär für den Bereich Hyper-V und Storage, wobei wir hier natürlich einen relativ großen Fokus auf den SMB3 Storage von Microsoft legen. Ich bin, wie gesagt, seit diesem Jahr MVP im Bereich File System Storage, eine sehr elitäre Truppe. Wir sind weltweit 16 Leute, die da in dem Bereich aktiv sind. Und ich bin parallel noch ab und zu mal Autor, bin einer von 4 MVPs. Wir haben halt das Handbuch System Center und Hyper-V 2012 und 2012 R2 geschrieben. Einer meiner Kollegen sitzt auch mit im Raum, der Marc. Und ja, ich erzähle heute einiges über den Scale-Out File Server. Wir machen das Ganze seit ungefähr 2 Jahren. Und wenn man einen Scale-Out File Server designt, kommen natürlich einige Fragen auf und einige Dinge sind zu berücksichtigen. Generell vorweg die Frage, wer von Ihnen ist mit dem Thema Scale-Out File Server vertraut? Ein paar? Okay. Wer hat ihn schon produktiv im Einsatz? Okay, das kann auch werden. Okay, wenn man das Ganze plant, sind einige Dinge zu berücksichtigen und ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Vortrag über dieses Thema. Was muss ich alles berücksichtigen? Sind einige Dinge und generell, wir gucken uns mal an, wie sieht ein Scale-Out File Server aus? In der Regel beginnen wir mit einem Shared JBOD Storage, das heißt ein extrem dummes Festplatten-Enclosure. Sie können Platten und andere Datenträger einstecken. Das System hat aber keinerlei Eigenintelligenz. Es sind ein paar SAS-Controller, ein paar SAS-Schnittstellen hinten an dem System dran. Sie haben keinen RAID-Controller, kein gar nichts. Es ist einfach ein Enclosure. Sie können mehrere Enclosure natürlich zusammenpacken und diese Enclosure werden dann letztendlich an die eigentlichen Scale-Out-File-Server-Nodes angeschlossen. Sie können mit 2 beginnen, Sie brauchen 2 für eine Hochverfügbarkeit und Sie können das Ganze supported bis zu 8 erhöhen, wenn Sie mehr Durchsatz und mehr Kapazität und natürlich auch eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit oder Ausfallsicherheit haben möchten. In der Regel werden die Storage Spaces genutzt, nicht unbedingt, komme ich gleich nochmal drauf zurück und dieses Scale-Out-File-Server-Cluster kann jetzt genutzt werden, um entweder für einen oder auch für mehrere Hyper-V-Cluster den hochverfügbaren Storage zur Verfügung zu stellen. Und die Schnittstelle zwischen dem Hyper-V-Cluster und dem Scale-Out-File-Server-Cluster ist das SMB3-Protokoll. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Firewall-Channel, nicht mit iSCSI, nicht mit direkt angeschlossenen Datenträgern, sondern wir arbeiten über Netzwerk mit dem SMB3-Protokoll, was es seit Windows Server 2012 gibt. Wenn Sie mit dem ganzen Konstrukt Scale-Out File Server beginnen möchten, dann sollten Sie als allererstes darauf achten, dass Sie supportete Hardware einsetzen. Es gibt diverse Hersteller von Enclosuren, von HBAs, von Karten, von allen möglichen Komponenten, die Sie einsetzen können, aber Sie sollten darauf achten, dass diese von Microsoft zertifiziert sind, weil nur dann haben Sie auch die Sicherheit, dass das Ganze getestet wurde und auch verifiziert wurde seitens Microsoft. Die Windows HCL finden Sie unter windowsservercatalog.com. Sie sehen hier, es gibt einmal einen Softwarebereich und einmal einen Hardwarebereich, mit dem Sie das dann nochmal separieren können. Und in diesem Hardwarebereich gibt es unter anderem eine zertifizierte Hardwareliste für die Storage Spaces. Und das sollte Grundvoraussetzung sein, wenn Sie solch ein Projekt aufbauen und beginnen und damit starten möchten, weil sonst kann es halt sein, dass Sie in Probleme laufen, die einfach durch nicht supportete Hardware existiert. Wenn Sie mit dem Scale-Out-File-Server und den Storage-Spaces arbeiten, das ist das, was wir fast immer machen, dann ist es so, Sie beginnen erstmal mit einer gewissen Anzahl an Datenträgern. Sie können hier sowohl drehende Festplatten benutzen, als auch Flash-Datenträger, das heißt SSDs. Und dann holen Sie sich ein oder mehrere von diesen SAS-Enclosuren, JBODs, Just a Bunch of Disk. Und die Platten und Datenträger werden jetzt diesen jeweiligen Enclosuren zugeordnet und einfach in die Enclosure reingesteckt. Wenn wir das haben, dann nehmen wir eine gewisse Anzahl an Cluster-Nodes. 2 ist, wie gesagt, das Minimum. Sie können das bis zu 8 erhöhen, wenn Sie mehr Performance, mehr Durchsatz, mehr Ausfallsicherheit haben möchten. Und mit den Datenträgern, die wir haben, bauen wir sogenannte Storage-Pools. Die Pools sind einfach nur eine logische Zusammenfassung von Datenträgern. Das heißt, Sie gruppieren das einfach. Bei einem RAID-Controller wäre das sowas wie, Sie bilden ein Array. Auf dem Array können Sie erstmal keine Daten speichern, sondern müssen dann noch auf diesen Arrays basierend die virtuellen Datenträgern oder wie auch immer das in den jeweiligen Systemen heißt, müssen Sie noch bilden. Und bei Microsoft mit den Spaces wären das die Virtual Disks. Und auf diese Virtual Disks legen Sie dann bestimmte Volumes an. Das heißt,
diese Virtual Disk, tauchen in Ihrem Server als Datenträger auf und diese Datenträger müssen Sie formatieren. Sie müssen ein Dateisystem wählen, Sie müssen eine Formatierungsgröße, eine Block-Size wählen und so weiter. Sie können es benamen. Das wären letztendlich die Volumes, die Sie benutzen. Und auf diesen Volumes können Sie dann Freigaben erstellen. Sie können mehrere Freigaben pro Volume erstellen. Sie können eine große Freigabe machen. Das ist völlig Ihnen überlassen. Das wäre erstmal so der generelle Aufbau mit den Spaces. Wenn Sie einen Scan-Out-File-Server aufbauen, können Sie parallel natürlich auch mit Block-Storage arbeiten. Das heißt, Sie haben nicht Einzelfestplatten, Sie haben keine Enclosures unten drunter, sondern Sie haben ein oder mehrere SAN-Systeme. Block-Storage, vielleicht haben Sie irgendwo noch 2, 3 SAN-Systeme übrig und sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr direkt anbinden an meine Hypervisor. Sie haben vielleicht 15, 20 Hypervisor. Dann brauchen die nicht alle Fiber-Channel oder irgendwelche iSCSI-Verbindungen, sondern Sie nehmen Ihren Block-Storage und setzen diesen strategisch mit der Verbindung, die dieser Block-Storage unterstützt, in der Regel ist das Fiber-Channel, setzen diesen an die Scale-Out-File-Server-Knoten und danach können Sie Shared oder Cluster-Shared-Volumes anlegen, CSV-Datenträger. Und auf diese CSV-Datenträger können Sie dann wiederum Ihre Freigaben erstellen. Hat den großen Vorteil, Sie können mehrere oder ganz viele Hypervisor, Sie können ja bis zu 64 zum Beispiel in ein Failover-Cluster hineinsetzen, Sie können auch mehrere Failover-Cluster an diese Shared Storage setzen. Sie brauchen aber nicht jeweils die Verbindung zu Ihrem Block Storage und Sie müssen nicht diese 3 SAN-Systeme unten drunter hier anbinden, sondern Sie machen das einmal für Ihr Scale-Out-File-Server-Cluster und reichen das Ganze dann per SMB3 hoch an Ihre Hypervisor. Das ist erstmal so der generelle Aufbau. Wenn Sie jetzt einen Storage benötigen und überlegen, was brauche ich erstmal an Speicherplatz, was brauche ich an Datenträgern und so weiter, dann haben Sie einmal die Möglichkeit, dass Sie mit Festplatten arbeiten. Drehende Festplatten haben eine IOPS-Anzahl von irgendwo zwischen 100 und 200. Kommt darauf an, wie schnell ist der Datenträger, wie viel Umdrehung hat er und so weiter. Wenn Ihnen das nicht reicht oder Sie sagen, ich brauche eine so hohe Anzahl an IOPS, dass ich das mit Datenträgern nur sehr schwer hinbekomme, dann können Sie natürlich auch auf Flash-Speicher wechseln. Das heißt, Sie besorgen sich SSDs und haben dann mit diesen SSDs irgendwo zwischen, das Schlechteste, was ich gesehen habe, waren 4000 IOPS, das Beste waren so um die 120.000 IOPS pro Datenträger. Das heißt, Sie haben erstmal einen riesigen Gap zwischen diesen Formen von Datenträgern. So, jetzt haben wir das Problem, drehende Datenträger sind Ihnen vielleicht zu langsam, SSDs sind Ihnen eventuell einfach zu teuer. Je nachdem, was ich für eine SSD habe, was für Größen ich brauche, ist das nicht unbedingt bezahlbar. Und deswegen gibt es ja schon seit längerem die Möglichkeit, dass ich das Ganze zusammenfasse zu einem getierten Storage. Das heißt, ich mische Datenträger und erzeuge mir so eine sehr gute Zusammenfassung zwischen langsamen, aber günstigem und großen Speicherplatz in Form von Festplatten. Und ich baue mir parallel dazu mit den SSDs einen sehr schnellen Bereich auf. Und dieser schnelle Bereich kostet mich vielleicht etwas, aber allein von den IOPS-Unterschieden ist das halt Tag und Nacht. Das heißt, wenn Sie mit dem Tiering arbeiten, dann ist es so, Sie können einen großen Bereich anlegen, wo Sie Ihre Daten reinlegen. Und mit dem Scale-Out-File-Server ist es seit 2012 Release 2 so. In Release 1 war es noch nicht drin. Ist es so, dass Sie sowohl HDDs als auch SSDs benutzen können zum Speichern Ihrer Daten. In dem Scale-Out-File-Server läuft im Hintergrund eine sogenannte Heatmap und diese Heatmap protokolliert mit, welche Blöcke Ihrer Daten werden sehr häufig angesprochen. Wie oft braucht er zum Beispiel den Block XY und wie oft braucht er den anderen? Wenn Sie einen SQL-Server da drauflegen und virtualisieren, dann wird einen bestimmten Teil Ihrer Datenbank sehr häufig angesprochen. Wenn Sie Ihren File-Server da drauflegen, die PowerPoint von vor 8 Jahren, die braucht keiner mehr, die liegt zwar da, wenn sie nicht da ist, werden auch alle nervös, wenn sie nicht mehr da ist, aber eigentlich braucht sie gar keine mehr. Und jetzt ist es so, der Scale-Out-File-Server analysiert dieses ganze Konstrukt und guckt nach, welche Blöcke, Microsoft nennt das Chunks, welche 1 MB großen Chunks werden quasi häufig benötigt und welche werden sehr wenig benötigt. Die sehr wenig bis gar nicht benötigt werden, sind die sogenannten Cold-Data-Blöcke. Und diese Cold-Data-Blöcke werden von dem Konstrukt standardmäßig um 1 Uhr nachts, einmal pro Tag in den HDD-Tier geschrieben oder umgeschrieben. Die Blöcke, die Sie sehr häufig brauchen, werden dann in den SSD-Bereich geschrieben. Hat für Sie den Vorteil, Sie können sehr viel Datenmengen erzeugen,
aber sie brauchen nur einen kleinen Anteil an SSDs. Microsoft sagt, 8% SSDs zu 92% HDDs ist schon ein sehr gutes Verhältnis. Und je mehr an SSD-Speicher sie reinbringen, desto besser wird das Ganze halt. Und wir gucken, dass wir in unseren Projekten immer so diese 8% erreichen. Teilweise haben wir weniger. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, da werden Backups drauf abgelegt, wir haben eine sehr große Backup-Infrastruktur, dann wird das ein bisschen kleiner. Ich habe auch teilweise Kundenprojekte, wo die Kunden sagen, 8% könnte vielleicht ein bisschen wenig sein, wir machen es mehr. Neulich hatte ich ein Projekt, da wurde gesagt, okay, wir gehen auf das Doppelte, das heißt, wir gehen auf 16%, weil sehr viele Server drauf lagen, virtuell, die halt sehr viel benutzt wurden, wo es anscheinend relativ wenig Cold Data gibt. Und wenn Sie sowas betreiben, einen Tiering, dann können Sie sich auch Statistiken jede Nacht auswerfen lassen. Das heißt, in diesen Statistiken sehen Sie, wie viel Prozent der IOPS wurden von dem Hot-Data-Bereich ausgeliefert. Und bei uns selber läuft natürlich auch ein Scale-Out-File-Server und wir liegen bei uns so zwischen 97% und 98%. Das heißt, er kann sogar nachträglich berechnend einen sehr großen Teil Ihrer Daten in dem sehr schnellen Bereich speichern, während er nur 2 bis 3% aus den HDDs ausliefert. Und das Ganze macht das natürlich sehr performant. Parallel ist es so, haben Sie ein Tier, dann sehen Sie hier oben WBC Write Back Cache. Das heißt, er benutzt standardmäßig pro virtuellem Datenträger, den Sie haben, 1 GB an Write Back Cache. Und dieses 1 GB wird halt, wie bei einem Festplattencontroller auch, genutzt, um eingehende Daten erstmal sehr schnell abzuspeichern, damit sie angenommen wurden. Aber auch konsistent angenommen wurden. Das heißt, er kann kein RAM benutzen, sondern braucht natürlich irgendwelche Datenträger, die im Falle von einem Stromausfall oder so die Daten weiterhin gespeichert haben. Das wäre halt die Tiering-Nutzung. Sie können den Job auch anpassen. Sie müssen es nicht einmal nachts um 1 laufen lassen. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der sagt, ich habe sehr viele Warenwirtschaften bei mir gehostet und die Kunden sagen, so ab Mittag, also morgens ist es falsch schnell und ab mittags wird es so immer langsamer. Das liegt daran, er speichert natürlich jeden Tag neue Daten. Neue Daten werden standardmäßig erstmal in die HDDs geschrieben, weil das der große Speicherplatz ist. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, okay, wann ist Mittagspause so meistens? 12:30, machen wir einfach um 12:30 nochmal einen Durchlauf von diesem Tiering-Prozess. Und danach hat er mittags dann die neuen Daten von morgens, die immer sehr häufig angepackt wurden, hat er dann umgeordnet und seitdem ist das Problem dann auch durch. Das heißt, er hat jetzt 2 Tiering-Vorgänge pro Tag, was aber ein paar Minuten dauert, irgendwie zwischen 30 Sekunden und ein paar Minuten, je nachdem, wie viele neue Daten Sie erzeugen. Warenwirtschaften sind Datenbanken, das sind zwar Daten, die benötigt werden, aber es sind natürlich nicht Riesenmassen. Das wäre das Tiering. Also wir haben einen einzigen Scale-Out-File-Server mal installiert ohne Tiering, aus Kostengründen. Der reißt es nicht unbedingt, war okay. Ansonsten haben wir bisher ausschließlich Projekte gemacht mit getiertem Storage. Okay, wenn wir jetzt beginnen und wir stellen uns wieder diese Liste vor an Komponenten, die wir haben, ganz unten neben den Festplatten haben wir die Enclosure. Es gibt mehrere Versionen von diesen Enclosuren, es gibt mehrere Hersteller. Hier oben sehen wir zum Beispiel von DataOn. Das ist das 1640 von DataOn, das haben wir selber auch im Einsatz. 24 Slots für 2,5 Zoll Festplatten. Darunter wäre zum Beispiel ein Dell Enclosure, ein 1420, ebenfalls 24 Platten. Es gibt von Dell zum Beispiel auch noch ein 60-Platten-Enclosure. Schwer wie Mist, das Ding. Hinter dieser Blende verbirgen sich 5 so Schubladen, die Sie von vorne so rein- oder rausziehen können. Und dann können Sie die Platten so von oben reinlegen. 5 von diesen Schubladen sind da. Jede Schublade fasst 12 Festplatten, entweder 2,5 oder 3,5 Zoll. Und wenn man das einbaut, sollte man die Platten einbauen, wenn das Ding im Rack drin ist und nicht vorher. Auch schon gehabt. So, das Ding auf 1,20 zu bekommen, ist nicht so lustig. Wenn Sie mit Enclosuren arbeiten, müssen Sie darauf achten, dass Sie die Storage Enclosure Services unterstützen, und zwar mindestens in der Version 2.0. Aktuell ist 3.0, das heißt, das Enclosure kann per SAS an die Server melden, wo welche Festplatte ist. Das ist eine Identifizierung, wo ist der Datenträger. Das ist sehr wichtig, weil ich kann nicht nur ein Enclosure hinzufügen, sondern ich kann bis zu 4 Enclosure benutzen. Und wenn ich mehrere Enclosure habe, dann möchte ich ja auch meine Daten, die ich habe, über die Enclosure spiegeln, sodass halt zum Beispiel ein ganzes Enclosure ausfallen könnte. Es gibt Enclosure,
zum Beispiel von HP, dieses 2700er, ist einfach so ein Erweiterungschassis. Das meldet zwar, dass Platten da sind, aber nicht wo. Wenn ich jetzt drei von diesen Enclosuren habe, dann kann der Server nicht zuordnen, wo sind die Daten. Und im dümmsten Fall schreibt er ihren Block in Enclosure 1, spiegelt ihn in Enclosure 1 und spiegelt ihn nochmal in Enclosure 1. Fällt 1 aus, sind meine Daten halt weg. Deswegen brauchen wir diese Storage Enclosure Services. Wenn ich jetzt mir einen Scale-Out-File-Server in Form der Server zusammenbaue, gibt es auch ein paar Best-Practice-Empfehlungen. Und zwar, Sie sollten am besten immer einen 2-HE-Server benutzen, nicht einen 1-HE. Liegt daran, Sie brauchen eine gewisse Menge an Steckkarten. Und wenn Sie mal gucken, so ein HE, so eine Pizzaschachtel, die hat laut Datenblatt vielleicht 3 PCIe-Slots. Und meistens ist es so, einer von denen ist gedreht und Sie können die Karte nicht reinstecken, weil der Kühlkörper dann zum Beispiel im Boden wäre oder so. Deswegen am besten 2-HE-Server benutzen. Das wäre jetzt ein Dell R720. Den haben wir relativ häufig im Einsatz. Wenn Sie mit den Servern arbeiten, sollten Sie 2 Sockel benutzen, weil hinten die Riser Cages in den Servern werden über die unterschiedlichen CPUs abgearbeitet. Haben Sie nur einen Sockel in Nutzung, dann können Sie in der Regel auch nur die Hälfte der PCI Express Slots benutzen. Das heißt, immer 2 CPUs einsetzen. Sie brauchen da nicht die enorme Leistung, also es reichen Entry-CPUs, E5, 2620, 2609, reicht in der Regel völlig aus. Es liegt unter anderem auch daran, wir brauchen mehrere von diesen SAS-HBAs, weil wir nicht alles auf eine Karte setzen, sondern wir gucken, dass wir mindestens 2 von diesen SAS-HBAs einsetzen. Das heißt, die sind schon mal in unterschiedlichen Riser-Cages, die dann wiederum über die unterschiedlichen CPUs abgearbeitet werden. Dann kommen noch ein paar Netzwerkkarten dabei. Je nachdem, wie viel ich brauche, habe ich da auch wieder 1 oder 2 Karten. Und dann bin ich irgendwo bei 3 bis 5 von diesen Steckkarten. Und das kann ich halt in so einen 1-HE-Server nicht mehr verbauen. Bei den Servern muss ich mit 2 beginnen, natürlich, für eine HA. Ich kann, wie gesagt, bis zu 8. Technisch könnten Sie mehr benutzen, aber Sie brauchen nicht mehr. Es gibt von Microsoft eine Aussage, dass Sie mit einem Standard-Server relativ normale Ausstattung, ein bisschen RAM, 2 CPUs, kriegen Sie schon relativ einfach so um die 200.000 IOPS und so 2 Gigabyte pro Sekunde abgearbeitet. Das ist so eine, Microsoft nennt es Fairly Standard Configuration. Sie können, wenn Sie das mit dem Server bis aufs Extrem treiben, über 1 Million IOPS in 8K über diesen Server jagen, plus so um die 16 Gigabyte pro Sekunde. Das heißt, der Bedarf, dass Sie sagen, ich brauche mindestens schon mal 6 Server, alles andere macht überhaupt keinen Sinn, ist halt nicht da, weil Sie einfach pro Server eine gewisse Datenmenge und eine gewisse Kapazität abarbeiten können. 2 macht Sinn, wegen der HA. Wenn Sie sagen, ich mache zu Wartungszwecken noch einen dritten dabei, dann habe ich nämlich bei dem Neustart von einem immer noch 2, die eine HA bilden, ist das auch okay. 4 empfiehlt sich, wenn Sie ein Upgrade machen wollen und immer noch eine HA haben möchten. Das heißt, Sie haben 4 Server, nehmen 2 strategisch raus, updaten die auf 2.16 oder was auch immer und nehmen die anderen beiden dann mit, haben Sie immer noch während diesem Update-Vorgang auch eine HA. Habe ich nur 2, nehme ich einen raus, hält der eine das komplett. Das wären die Server. Bei der Verkabelung kein Daisy-Chaining. Die Enclosure nicht untereinander irgendwie verkabeln, sondern immer darauf achten, dass jeder File-Server-Knoten zu jedem Enclosure mindestens eine direkte Verbindung hat. Wir verkabeln immer redundant. Das heißt, wir haben 2 von diesen SAS-HBAs und jeder HBA geht zu jedem Enclosure mindestens einmal. Das heißt, bei 3 Enclosuren und 2 Servern habe ich insgesamt 12 Kabel. 6 zu dem einen Server und 6 zu dem anderen. Sie könnten chainen, das ist teilweise auch in den Hersteller-Produktinformationen so drin, machen Sie es nicht. So ein Kabel kostet nicht die Welt, die Ports haben Sie eh und es macht halt einfach keinen Sinn, dass Sie irgendwie das untereinander legen. Wenn Sie mehrere Verbindungen haben zu den einzelnen Chassis, dann sollten Sie die MPIO-Policy anpassen für das SAS. Sie brauchen ja MPIO, damit er die mehreren Wege als einen Weg identifizieren kann. Und Sie sollten die MPIO-Policy auf Failover-Only stellen. Der Standardwert ist Round-Robin, das heißt, er geht über beide Wege. Und das muss oder sollte umgestellt werden zu der Policy
dass sie nur bei einem gehen und nur beim Ausfall über den anderen. Wir haben teilweise gemerkt, dass Festplatten mit diesem Round-Robin-Verhalten über SAS nicht klarkommen. Es ist kein Scale-Out-File-Server-Problem, sondern ein generelles Festplattenproblem. Deswegen stellen wir es um auf Failover-Only und danach kann die Platte über einen Weg immer angesprochen werden. Das funktioniert, das performt auch sehr gut. Wenn es über mehrere Wege gleichzeitig geht, kann es sein, dass er irgendwie damit nicht klarkommt und die Platte sehr langsam wird. Also dann sinkt das irgendwie im Transfer auf einmal auf 1 MB pro Sekunde runter oder so. Das ist nicht so dolle. Okay, wenn wir jetzt unsere Festplatten in dem Enclosure haben oder in unseren Enclosuren, dann können wir die zu einem oder zu mehreren Storage Pools zusammenfassen. Das heißt, wir machen eine logische Ansammlung der Platten und wir können insgesamt bis zu 4 von diesen Storage Pools pro Failover Cluster bauen. Jeder von diesen Pools kann bis zu 80 Festplatten im Cluster. Das heißt, ich kann maximal eine Anzahl von 320 Datenträgern in einem Cluster betreiben. Und jeder von diesen Pools kann maximal 480 Terabyte groß werden. Wenn Ihnen das nicht reicht, ist das nicht die richtige Lösung. Diese Pools sind, wie gesagt, eine logische Zusammenfassung. Sie gruppieren einfach Datenträger. Sie können auch nachträglich welche hinzufügen. Sie können auch wieder welche rausnehmen, wenn Sie Speicherplatz nicht brauchen. Ich habe noch nie was herausgenommen. Es wächst immer alles und es wird nachgesteckt, aber rausnehmen war bisher nicht. Basierend auf diesen Storage Pools legen wir dann unsere Virtual Disks an. Diese Virtual Disks werden entweder per GUI erstellt oder per PowerShell. Ich würde Ihnen raten, dass Sie das per PowerShell machen, weil bei diesen Virtual Disks brauchen wir eine gewisse Formatierung und eine gewisse Block Size. Wenn Sie das Ganze per GUI anlegen im Failover Cluster Manager, dann bekommen Sie immer eine Block Size von 256K. Das ist nicht optimal. Microsoft sagt, dass 64K für Hyper-V optimal ist, in den meisten Fällen. Also das ist erstmal so eine Standardaussage. Und deswegen sind wir quasi gezwungen, das Ganze per PowerShell anzulegen. Ist nicht schwer, es ist ein New-Virtual Disk mit den entsprechenden Einstellungen. Und danach habe ich das Ganze in einer 64K-Konfiguration. Und Sie sollten darauf achten, dass Sie mindestens so viele Virtual Disks erstellen, wie Sie auch File-Server-Knoten haben. Haben Sie 2, sollten Sie mindestens 2 erstellen. Oder 4, oder 6, oder 8, je nachdem, was Sie für einen Speicherplatz haben. Das liegt nämlich daran, jeder File-Server-Knoten im Cluster ist verantwortlich für den Datenträger, den er gerade besitzt. Das heißt, habe ich nur einen einzigen Datenträger über meine gesamten Platten, ist der an einem File-Server-Node angeschlossen. Und der eine File-Server-Node ist der einzige, der arbeitet in diesem Kontext. Der andere langweilt sich und wartet darauf, dass er entweder den Datenträger geplant bekommt oder dass der erste ausfällt. Teile ich meinen Speicherplatz auf, zum Beispiel halb-halb, und ich weise jedem eine Virtual Disk zu, dann arbeitet jeder. Das heißt, die Last in meiner Umgebung, die meine Hypervisor erzeugen, wird natürlich auch direkt geshared auf 2 Server. Habe ich 3, sollte ich 3 machen und so weiter. Bei den Virtual Disks ist es so, Best Practice Aussage Microsoft, nicht größer als 10 Terabyte. In der Regel haben wir Projekte, wo wir 40, 50, 60, 70, 80 Terabyte Netto-Kapazität haben. Das heißt, dort schaue ich, dass wir das entweder in 10 Terabyte Häppchen unterteilen und die dann zuweisen, oder ich teile es halt einfach durch die Anzahl der Knoten und gucke, dass ich immer bis maximal 10 Terabyte bleibe. Das Maximum, was Sie nutzen können, wäre 64 Terabyte. Mehr als 64 Terabyte funktioniert mit NTFS nur bedingt, weil Sie können zum Beispiel keinen VSS-Snapshot mehr machen. Ist eigentlich auch klar, je größer Sie die Datenträger designen, desto mehr Aufwand wird es natürlich auch, die leer zu räumen, zu warten, Checkdisk und so weiter. Das dauert natürlich alles dementsprechend länger. Und vergessen Sie den Quorum-Datenträger nicht. Wenn Sie den kompletten Speicherplatz aufteilen und dann merken, dass Sie das Quorum noch brauchen, ist nicht so gut. Das wären so die Empfehlungen bezüglich der Virtual Disks. Und in Richtung Datensicherheit gibt es bei den Storage Spaces mehrere Möglichkeiten. Sie können in einem Failover-Cluster grundsätzlich mit getiertem Storage, also SSDs und HDDs, nur einen Simple-Datenträger anlegen. Das wäre sowas wie ein RAID 0, das macht in Produktionen keinen Sinn. Oder einen Spiegel. Und bei einem Spiegel können Sie wählen zwischen einem Zwei-Wege-Spiegel. Das heißt, Sie haben im Prinzip sowas wie ein RAID 10. Ein Block wird nochmal kopiert auf eine andere Platte. Oder Sie können einen Drei-Wege-Spiegel einsetzen. Bei einem Drei-Wege-Spiegel ist es so, Sie haben eine gewisse Anzahl an Datenträgern in einer gewissen Anzahl an Chassis. Und wenn Sie jetzt einen Block speichern irgendwo, werden diese Blöcke einmal auf einem anderen
Datenträger abgelegt und dann nochmal ein drittes Mal. Bedeutet erstmal, Sie haben nur ein Drittel der Nutzkapazität, ja, aber Sie haben auch eine erhöhte Datensicherheit. Wir machen grundsätzlich nur Dreiwegespiegelungen. Bei Zweiwegespiegelungen ist es so, Ihnen darf maximal ein Datenträger ausfallen. Das ist schlecht, vor allem wenn wir irgendwie mit 80 Datenträgern oder so arbeiten. Deswegen ein Dreiwegespiegel. Weiterer Vorteil bei einem Dreiwegespiegel, falls Ihnen ein komplettes Enclosure ausfallen sollte bei diesen dreien, wäre es so, haben Sie drei oder vier Enclosure mit einem Dreiwegespiegel, läuft dieses Konstrukt so weiter. Das heißt, Ihnen könnte theoretisch ein komplettes Festplattenchassis ausfallen. Ist bisher noch nicht passiert, ist noch keins kaputt gegangen. Wenn Sie eins haben, wären Sie der Erste, wo ich es mitbekomme. In dem Fall laufen Ihre Daten weiter, Sie können weiter mit Ihrem Cluster arbeiten. Es ist erstmal nur ein Chassis ausgefallen. Hätten Sie solch einen Aufbau, das wäre ein Zweiwegespiegel, und Ihnen fällt das zweite Enclosure aus, geht Ihr Cluster aus Sicherheitsgründen down. Ihre Daten sind erstmal nicht weg, aber in einem Failover-Cluster brauchen wir grundsätzlich eine Verfügbarkeit von mehr als 50%. Das ist bei Hyper-V so, das ist hier bei einem Failover-Cluster für den SMB3-File-Server auch so. Fällt mir das hier aus, ist exakt die Hälfte weg und exakt die Hälfte ist nicht die Mehrheit. Von daher habe ich dann einen geplanten Ausfall. Deswegen arbeiten Sie immer mit einem Dreiwege-Enclosure. Wenn Sie diesen Aufbau haben, dann haben Sie auch die Möglichkeit, mit einer sogenannten Enclosure-Awareness zu arbeiten. Das bedeutet, wird dieser grüne Block hier oben in dem ersten Enclosure gespeichert, erzwingt die Enclosure-Awareness, dass der grüne Block ein zweites Mal in diesem zweiten Verbund gespeichert wird und ein drittes Mal in dem dritten Verbund hier unten. Schalte ich die Enclosure-Awareness aus, könnte es sein, dass er alle drei grüne Blöcke in den ersten Bereich reinlegt. Fällt der aus, habe ich keine Daten mehr. Deswegen brauche ich unter anderem bei diesen Enclosures die Meldung, wo welcher Datenträger ist. Wenn der Server das weiß, kann er die Daten natürlich auch verteilen auf die drei unterschiedlichen JBots. Wenn er das nicht weiß, schreibt er das irgendwo hin, weil er nicht weiß, wo ist der Datenträger. Das wäre zum Thema Datensicherheit Best Practice. Machen Sie einen Dreiwegespiegel. Diese Nearline SAS 7,2K-Platten, die wir verwenden, sind nicht wirklich teuer. Die SSDs bringen die Performance. Von daher, ob Sie jetzt nochmal ein paar Datenträger investieren oder nicht, das macht in der Regel einen sehr kleinen Wert aus. Wenn Sie mit den Spaces arbeiten, haben Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie sich vor dem Schutz von Datenträgern schützen. Das erste, was auch relativ geläufig ist, ich habe Hot-Spare-Datenträger. Sie stecken strategisch mehr Festplatten in Ihren Storage hinein und bei dieser Hot-Spare-Nutzung wird dieser Datenträger hier nicht genutzt, sondern steht für den Ausfall bereit. Meine Daten sind halt verteilt in meinen Enclosuren. Fällt jetzt diese Festplatte aus, dann sind erstmal ja die Daten, die auf dieser Festplatte liegen, weg. In dem Fall ist es so, der Hot-Spare-Datenträger springt ein und wird als Ersatz für den ausgefallenen Datenträger genutzt. Ist nichts Neues, gibt es seit einigen Jahren. Und jetzt ist es so, die Daten werden ja wieder hergestellt auf diesen Datenträger. Das heißt, es werden Kopien auf diesen Datenträger gespiegelt. Aber nur auf diesen einen Datenträger. Es gibt eine Rechnung, eine 4-Terabyte-Platte, die vollgeschrieben werden muss und die konstant 100 MB pro Sekunde abarbeiten kann, schreibend, braucht 11,1 Stunden, um gefüllt zu werden. In diesen 11,1 Stunden ist Ihr Spiegel erstmal nicht intakt. Und Sie legen alle Daten, die neu auf diesem Datenträger gespeichert werden müssen, nur auf diesen einen. Das heißt, vielleicht lief der die ganze Zeit nicht, jetzt muss er einspringen und vielleicht geht er während dieser enormen Belastung ebenfalls kaputt. Wäre schlecht. Deswegen hat Microsoft ein etwas anderes Verfahren genommen. Also man findet es meistens unter Fast Rebuild oder Quick Rebuild. Und zwar, Sie nutzen erstmal in Ihrem Speicherpool, den Sie haben, alle Datenträger, lassen aber strategisch Platz. Das heißt, wenn Sie sich das vorstellen als so ein Füllkanister, dann ist oben immer noch auf jeder Festplatte ein Stück frei, wenn man sich es bildlich vorstellt. Fällt jetzt in diesem Konstrukt dieser Datenträger ebenfalls aus, dann werden die Daten aus den vorhandenen Datenträgern, zum Beispiel aus den anderen Enclosures, wiederhergestellt, aber nicht auf einen Hot-Spare-Datenträger, sondern oben in diesem Bereich, der auf jeder Festplatte strategisch freigelassen wurde. Das bedeutet,
nahezu jeder Datenträger kann Kopien auf nahezu jeden anderen Datenträger legen, wodurch das Ganze sehr viel schneller wird. Und das ist der empfohlene Weg von Microsoft, diese Fast Rebuild-Technik. Und am Anfang bei 2012 R2 gab es so ein bisschen das Problem, diese Aggressivität bei der Wiederherstellung, also dieser I/O-Priorisierung, war so hoch, dass es teilweise passiert ist, wenn sie sehr viele Daten wiederherstellen mussten, dass ihnen ihr kompletter Workload in die Knie gegangen ist, weil sie nicht mehr genug IOs für ihre VMs hatten. Das war strategisch nicht ganz so gut. Deswegen hat Microsoft mit dem Update 2, November 2014, eine Möglichkeit reingebracht, wie sie die Aggressivität von dieser Wiederherstellung anpassen können und das von der IO-Priorisierung ein bisschen senken können. Und seitdem man diese Werte einstellen kann, funktioniert auch der Mittelweg zwischen Betrieb in einem vernünftigen Verhalten und der Wiederherstellung ganz gut. Das heißt, es gibt eine Formel, wie Sie das berechnen können. Es ist grundsätzlich alle Datenträger in dem ersten Chassis zum Beispiel. Also wir gehen immer davon aus, drei Wegespiegel, weil für uns existiert eigentlich nichts anderes. Dann nehmen Sie die Größe der Datenträger in dem Chassis und teilen sie durch die Menge der Datenträger. In der Regel sind es immer die gleichen, das heißt, Sie brauchen die Größe von einem Datenträger plus 8 GB Overhead. Und das in jedem Chassis, weil ja in jedem Chassis was ausfallen könnte. Das wäre die Microsoft-Formel, wie Sie es berechnen können. Es gibt einige, die sagen 20%. 20% ist meistens zu viel, gerade wenn Sie sehr viele Datenträger haben. Von der Kapazität, ja, letztendlich ja, weil ob Sie jetzt von jedem Chassis ausgehen oder ob Sie von der gesamten Kapazität ausgehen, da müssen Sie halt, wenn Sie die Gesamtkapazität nehmen, den RAID-Spiegel mit dabei berechnen. Also nicht den RAID, aber die Spiegelung, den Dreiwegespiegel. Ja. Bitte? Ja, es geht um die Speicherkapazität. Ja. Genau. Bei den Datenträgern gibt es auch noch einen relevanten Wert, und zwar die Columns. Im Deutschen wurden sie mit Spalten übersetzt. Das heißt, wenn Sie irgendwo Spalten lesen, ist das die Column-Übersetzung. Ich weiß nicht, wer bei Microsoft für die Übersetzung verantwortlich ist. Manchmal ist das der Scale-Out-File-Server, heißt übrigens im Deutschen Dateiserver mit horizontaler Skalierung für Anwendungsdaten. Keine Ahnung. Die Columns. Die Columns sagen aus, wie viele Datenträger in einem Scale-Out-File-Server können bei einem eingehenden Schreibvorgang gleichzeitig genutzt werden. Wenn Sie ein RAID 1 haben mit zwei Festplatten, schreiben Sie auf eine Platte und die Daten werden gespiegelt auf die zweite. Haben Sie vier Platten in einem RAID 10, können Sie zwei zum Schreiben benutzen und zwei zum Lesen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Das heißt, die Column-Anzahl definiert, wie viele Datenträger können benutzt werden zum Schreiben von Daten. Und wenn Sie es per GUI einstellen, haben Sie maximal 8 Columns. Wenn Sie es per PowerShell einstellen, können Sie auch noch mehr als 8 Columns einsetzen. Wenn Sie mit getiertem Storage arbeiten, das heißt mit HDDs und SSDs, definiert die geringere Datenträgeranzahl die Größe der Columns. Haben Sie 4 SSDs pro Chassis und 20 Festplatten, haben Sie eine Column-Anzahl von 4, weil die SSDs sind weniger und deswegen definieren die Größe der Columns. Und es gibt auch einen Benchmark von Microsoft, der das Ganze mit 4 Disks testet, also die haben 4 SSDs genommen mit einer Gesamtkapazität von 1,45 Terabyte und haben eine Column-Anzahl von 2 eingestellt und hatten einen Durchsatz von 902 Megabyte pro Sekunde und eine Latenz von 8 Millisekunden. Das Gleiche, die gleichen Datenträger mit einer Column-Anzahl von 4 hat den Datendurchsatz um 2/3 ungefähr erhöht und die Latenzen sind gesunken, weil ich natürlich jetzt 4 Datenträger zum Abarbeiten meiner einkommenden Daten habe und nicht mehr 2. Deswegen können Sie die Performance relativ gut erhöhen, wenn Sie die gleichzeitig arbeitenden Datenträger erhöhen. Es ist so, Sie sollten nicht ewig hochgehen. Sie sollten jetzt nicht sagen, okay, ich versuche immer 16 oder 20 Columns zu bekommen. Es hat nämlich mehrere Nachteile, wenn es größer wird. Ab einer gewissen Größe steigt wieder die Latenz an. Die Performance ist natürlich besser, aber die Latenzen steigen, weil die das natürlich auch spannen müssen über die Datenträger. Und wenn Sie Ihre Festplatten oder SSDs erhöhen möchten von der Stückzahl, Sie haben nicht genügend Speicherplatz, Sie möchten es erhöhen, dann ist es so, dass Sie immer in der Größe der Columns erweitern müssen. Haben Sie 4 Columns, müssen Sie immer 4 weitere Datenträger reinstecken. Haben Sie 20, müssten Sie immer 20 dabei kaufen. Das ist auch nicht so der Hit. Wenn Sie mit den Columns
arbeiten und das berechnen und sagen, okay, ich möchte gerne eine Kalemann-Zahl von 4 haben. 1 und 2 sollten vermieden werden. Ab 3 fängt es an, gut zu werden. 4 ist natürlich wieder besser. 5, 6, 7, 8 ist natürlich auch wieder besser, aber meistens exponentiell teurer, weil irgendwann haben sie nicht mehr die enorm hohe Leistungssteigerung. Es flacht dann so ab von dieser Kurve. Sie sollten immer die maximal verfügbare Anzahl der Kalems um 1 verkleinern, weil dann haben Sie nämlich den Vorteil, Sie haben bei einem Ausfall von einem Datenträger immer noch die optimale Anzahl an Kalems. Haben Sie die Möglichkeit, 5 Kalems einzusetzen, weil Sie zum Beispiel 5 SSDs haben pro Enclosure, sollten Sie 4 Kalems konfigurieren, fällt ein SSD aus, können immer noch 4 optimal arbeiten. Das ist immer ein bisschen schmerzhaft für die Kunden, weil die dann sagen, ja, ich könnte doch 5, aber es macht halt Sinn, wenn ein Datenträger ausfällt, dass es dann immer noch optimal läuft. Wenn Sie die Datenträger dann haben, eingebaut haben und das Ganze aufbauen könnten, sollten Sie diese Datenträger testen. Es gibt von Microsoft ein PowerShell-Skript, was früher zusammen mit dem SQL.io, mittlerweile mit dem DiskSpeed-Tool, alle Datenträger testet, und zwar einzeln. Das läuft ein paar Stunden, der wärmt erstmal so die SSDs auf, das dauert so 10.000 Sekunden ungefähr, und dann geht er irgendwann auf jeden einzelnen Datenträger und guckt sich an, wie hoch sind die Latenzen, wie funktioniert der Datenträger, welchen Durchsatz hat der Datenträger, und dann vergleicht er die auch miteinander und Sie bekommen eine Liste und dann sagt er Ihnen zum Beispiel, hey, guck dir mal den Datenträger 3 an, der hat irgendwie eine viel höhere Latenz als die anderen Datenträger im Durchschnitt. Und dann sollten Sie gucken und diese Datenträger überprüfen, zum Beispiel den Test nochmal durchlaufen lassen und gucken, sind die Datenträger so wie sie sind in Ordnung? War das ein Zufall, dass der das angemerkt hat? Oder taucht dieser Datenträger 3 wieder auf? Und wieder, dann sollten Sie ihn strategisch austauschen, weil nicht jeder Datenträger hat die gleiche Performance. Ist immer schwierig, dem Hersteller zu erklären, dass ein funktionierender Datenträger getauscht werden soll. Aber ich meine, kriegt man alles hin. Das macht man aber nur wahrscheinlich, wenn man das erstmal eingerichtet. Das muss, wenn das erstmal eingerichtet ist, gemacht werden, genau. Weil danach sind die im Pool, genau. Das heißt, das muss vorher gemacht werden. Ja. Aber gibt es dann eine Möglichkeit, die fehlerhaften Testplatten zu erkennen oder meldet das? Nachträglich? Ja. Dadurch, er benutzt jeden Datenträger, benutzt ihn wirklich schreibend, deswegen geht es nachträglich halt nicht mehr. Und das Problem ist, das ist wie eine Kette, das schwächste Glied bestimmt letztendlich die Performance. Und deswegen sollte das auf jeden Fall vorher gemacht werden. Ist halt blöd, wenn es schon da ist und man es nicht mehr kann, ja. Wenn man es erweitert, könnte man die neuen Festplatten separat testen und das natürlich dann mit den Werten validieren, die man vorher hatte. Man kann die separat testen und dann mit den Werten vergleichen. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall die Testergebnisse mitspeichern und schreiben, um dann im Nachgang auch zu gucken, hat der ungefähr die gleichen Werte. Ja. Ja. Beim Netzwerk sollten Sie überlegen, ob Sie mit RDMA arbeiten. RDMA wird vermutlich der neue Standard, gerade im Backend. Das heißt, Sie haben eine Remote Direct Memory Access. Es gibt 3 verschiedene Varianten von RDMA. ROCI, RDMA, Over Converged Ethernet, IWARP und InfiniBand. Wir benutzen primär ROCI, hat den Hintergrund, InfiniBand ist nur für Storage-Kommunikation supported, nicht für VM-Karten und so weiter. ROCI gibt es mittlerweile in Bandbreiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde. IWARP ist gerade so auf die 40 Gigabit gestiegen. IWARP wird auch nur von Celsio hergestellt. Mellanox macht ROCI und InfiniBand und ist gerade so ein kleines Diskussions, wer was wie gewinnt von dem Profil her. Ich glaube, dass ROCI gewinnen wird, weil es einfach technisch besser ist. Aber das heißt ja nichts, ne? Blu-ray, HD, DVD. Ja, und ich habe Ihnen noch zum Abschluss ein kleines Real-World-Szenario mitgebracht. Und zwar haben wir bei einem Kunden ein Projekt gemacht. Das Coole war grüne Wiese und wir konnten es komplett selber designen und verkaufen. Und zwar, wir brauchten 4 Hypervisor. Wir haben dazu Dell R720-Systeme genommen. Die hatten jeweils 2 CPUs. E5, 2650, V3 Prozessoren, jeweils 256 GB RAM. Die SOFS-Knoten waren ebenfalls R720 Systeme, allerdings mit kleineren CPUs, hatten nur 64 GB RAM. Und das Ganze hatte 5 Jahre, 4 Stunden Pro-Support seitens Dell
Und im Bereich der Enclosure haben wir drei von diesen MD3060 genutzt. Das war da, wo die Platten bei dem ersten schon eingebaut waren und das aber auf 1,20 Meter Höhe mussten. War nicht so dolle. Die Enclosure haben jeweils 9 x 400 GB SSDs und 17 x 3 TB Nearline-SAS HDDs. Und das waren jeweils pro Enclosure. Und im Bereich des Netzwerks, das war eigentlich das Allercoolste. Wir haben insgesamt 12 56 Gigabit Dual-Port Rocky-Karten benutzt. Das waren die Connectix 3 Pro-Karten. Von diesen Karten haben wir dann jeweils eine Verbindung gelegt zu zwei 12-Port 56 Gigabit Switchen, ebenfalls von Mellanox, die natürlich untereinander verbunden. Dann haben wir das Ganze irgendwann auf eine 1 Gig, 10 Gig Switch runtergebrochen, damit dann die Clients mit 1 Gigabit dagegen gehen konnten. Wichtig war aber eigentlich der Transfer im Backend. Und dieses ganze Konstrukt hat, das ist immer das Interessanteste an der ganzen Geschichte, der Preis, um die 160.000 Euro gekostet. Also wir haben eine enorm performante Umgebung geschaffen, zu einem Preis von unter 160.000 Euro. Ich habe, als ich das System aufgebaut habe, 99 VMs auf diese Hypervisor draufgelegt und in diesen VMs lief jeweils ein SQL.io, der das Ganze gebenchmarkt hat und hat dann mit dem SQL.io ohne ein Tiering. Ich habe das installiert, habe die gepusht da drauf und habe die angeschmissen, habe das gemessen. Ich habe pro Share 220.000 IOPS ad hoc da rausbekommen in 8K, ohne einen Tiering, ohne eine Nutzung von irgendwelchem Verschieben von Daten, nur durch das Caching der SSDs und die Intelligenz von dem Storage. Und bei einer Live-Migration ist es so, ich habe eine VM genommen, 192 GB RAM, habe die auf die Leistungsoption SMB gestellt und habe die über zwei unterschiedliche Karten, das heißt zwei unterschiedliche PCI-Express-Busse gesendet und habe bis zu 11,9 Gigabyte pro Sekunde hinbekommen. Und die komplette VM mit Anlegen auf dem Remote-System, mit Koordinieren, mit Daten verschieben, hat 29 Sekunden gebraucht. Und die CPU-Last lag bei 2%. Durch die RDMA-Karten wird das in der Karte abgerechnet, nicht über den Prozessor. Und wir haben an dem Bei dem Kunden haben wir einen NetApp-Storage abgelöst, der nicht performte. Die lagen irgendwo so zwischen 4.000 und 6.000 IOPS. Und als sie das gesehen haben, haben die fast geweint vor Glück. Also die NetApp war so schlecht da vor Ort eingerichtet, weil das komplett falsch gesized war und die sogar vor der eigentlichen Wartungsabschreibungszeit das Ding noch ausgetauscht haben, weil es denen so sehr auf den Keks ging.